Franz Josef Strauß hat einmal gesagt, das Eigenartige an den Sozialisten ist doch, dass sie nie Lehren aus der Vergangenheit ziehen, in der Gegenwart versagen und für die Zukunft goldene Berge versprechen. Franz Josef Strauß hatte sicher recht, auch an dieser Stelle. Wir setzen die soziale Marktwirtschaft um, seit 60 Jahren bewährt. Wir brauchen die soziale Marktwirtschaft, damit die Kleinen nicht die Krise bezahlen müssen. Und deswegen sage ich auch, meine Damen und Herren, lieber den Gutenberg-Faktor als den Steinmeier-Defekt. Das heißt, in der Krise keinen Euro verständen, statt mit beiden Händen Steuergelder aus dem Fenster hinauszuwerfen. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir sagen, das närrische Dreigestirn Steinmeier, Müntefering und Steinbrück und deren Vorschläge aus dem SPD-Wahlprogramm, die sind genauso sinnvoll für Deutschland, aus der Krise zu kommen, wie wenn man Kamillentee gegen einen Blinddarmdurchbruch nimmt. Das hilft unserem Land nicht weiter.